Ein herzliches Willkommen zu Mass Effect 3. Tachchen, ich bin der Typ in der Videobeschreibung. Jemand hat das Sicherheitssystem manipuliert. Wir sind mitten noch auf dem Mars-Archiv. Und während die Liara irgendwas vor sich hin stottert, also ich, gehen wir mal zu der Sicherheitskonsole. Versuchen Sie, Zugang zu dem Laufband zu kriegen. Ich kann die Live-Feeds nicht freischalten, aber... Haben Sie das gesehen? Wer ist die Frau in dem Video? Das ist Dr. Eva Kaur. Sie kam vor etwa einer Woche an. Wie sieht's aus? Laufband ist abgeriegelt. Okay, sieht aus, als würde in der Nähe gebaut. So kommen wir aufs Dach. Von dort aus finden wir schon einen Weg. Okay, dann los. Ja, okay, gut, dann wollen wir mal. Okay. Toll, danke, ja. Ja, ist mir egal, ich nehme auf. Bitte Tür zu, danke. Ja, sie will hier nicht rein. Ja, würde ich auch so. Ja, ich lasse es mal drin. Das war Mutti. Die wollte die Katze zu mir geben. Aber ich kann nicht. Ich nehme gerade auf. Was zum? Anscheinend leistet die Allianz noch immer Widerstand. Diese Bahn führt ins Archiv. Wenn Cerberus das schafft, sind sie am letzten Sicherheitskontrollpunkt. Dann wollen wir genau dahin. Ja, dann wollen wir echt genau dahin. Kommande, hören Sie mich? Ja, durch. Schlecht, der Sturm verursacht Störungen. Ich hab nicht verstanden. James, wiederholen Sie. Wie ist Ihre Position? Diese Luftschleuse dürfte nicht offen sein. Sieht nicht so aus, als wäre sie gewaltsam geöffnet. Nein, ist es auch sicher nicht. Nein, Sie müssen die Sicherheitsprotokolle deaktivieren. Wow. Was mehr du aussiehst. Ja. Man sieht schon. Jemand hat die Luft aus diesem Raum abgesaugt, als sie noch drin war. Sie sind anscheinend bei dem Versuch gestorben, sich nach draußen zu kämpfen. Das ist brutal. Sogar für Cerberus-Verhältnisse. Ja, das ist echt brutal. Oh, Darknet. Camera, hey, was? Harrison. Schon wieder. Simon Watanabe. Oder Simone. Oder Simon Watanabe. Keine Ahnung. Cam! Wer zum Teufel ist diese Frau, die meine Unterlagen durcheinander bringt? Sie soll von hier verschwinden. Aber sofort! Hm. Ich lasse mir mein System nicht durch eine Pseudo-Expertin ruinieren, denn ich bin auch ein Experte. Die nächste Woche ist sowieso nicht mehr da. Ist. Die nächste Gott. Ich hasse Fremde, ich hasse mich, ich hasse euch und ich hasse vor allem mich selber. Die glauben, sie wussten alles, aber in Wahrheit ist ihnen völlig egal, was wir hier erreichen wollen. Für die Weltherrschaft. Dr. Eva oder Eva. Soll das ein Witz sein? Haben sie denn alles vergessen, was letztes Mal passiert ist? Was ist denn letztes Mal passiert? Hat jemand seine Kaffeetasse genommen? Kann ja sein. Weiter.
So. Mach dich bereit. Und. Yeah! Das hast du voll gebracht. Das hat's voll gebracht. Das hat's voll gebracht. Yeah! Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Super. Munition. Einfach so. Und so. Wir müssen erst den Druck im Raum herstellen. Ja, dann mach mal. Und fertig. Wir haben den Zugang zu den Labors und das bringt uns direkt zur Bahnstation. Geil. Hey, eine Aufzeichnung davon, was hier passiert ist. Sicherheitsstation, bitte kommen. Wir sehen hier unten einige seltsame Aktivitäten. Sicherheitsprotokolle wurden gestartet. Alles ist abgeriegelt. Doktor, Bericht kommt, sobald... Jetzt wissen wir, wieso das reinkam. Ich hätte es merken müssen, als ich sie traf. Doch ich war so konzentriert, einen Weg zu finden, wie die Reaper zu stoppen sind. Vergessen Sie es. Wir gehen einfach. Nein. Jetzt werden Sie mich mal ein bisschen aufmuntern. So. Die Reaper aufzuhalten ist auch das Einzige, was uns zurzeit interessieren sollte. Es ist nicht Ihre Schuld. Aber wenn wir uns irren, was ist, wenn es keinen Weg gibt, sie aufzuhalten? Und wenn das unsere letzten Tage sind und wir versuchen, ein Problem zu lösen, für das es keine Lösung gibt? Liara... Ich weiß, sowas sollte ich nicht denken. Wie machen Sie das? Selbst in den schlimmsten Situationen waren Sie stets auf das Ergebnis konzentriert. Steak. Bacon. Chicken Wings. Diese drei Sachen. Und alles gut. Okay. Wenn so viel auf dem Spiel steht, denke ich an meine Freunde, meine Lieben. Was ich verlieren würde, wenn ich versage. Ich auch. Wir werden sie aufhalten, Liara. Gemeinsam. Ich glaube Ihnen. Oder besser, ich glaube, dass Sie es glauben. Vielleicht reicht das ja. Was? Okay, Tür ist offen. Wir können zu den Labors gehen und dann zur Bahnstation. Gut, los geht's. Ja, natürlich. Glaube, was ich glaube, weil das ist der Glaube des Glauben. Also Glaube. Ja. Jawohl. Ja, Echo. Ultraleichtmetall. Sowas ist immer ganz wichtig. Zack. So, jetzt, wir haben ja ein paar Upgrades gefunden. Das sind die Sachen, die wir davor gefunden haben. So können wir unsere Waffen modifizieren. Wir haben hier Ultraleichtmetall. Und sowas. Wir nehmen immer das Ultraleichtmetall, weil wir haben sonst nichts anderes. So, da nehmen wir jetzt mal was anderes. Ich will mit der bisschen rumballern. Komm, kriegen die mal alle so ein elendes Ultraleichtmetall-Scheiß. Okay. So ein Waffenmode gibt's auf jeder großen Station. Jo. Hey, Dummkopf! Ja? Ich frag dich gar nicht. Was? Ich frage dich gar nicht, wie dir geht. Weil ihr Jungs da unten im Lager. Was? Im Lager? Ja, wohl inzwischen alle einen Schnupfen habt. Chelsea Schnupfen. Ich kenn das. Ich weiß, dass es eure proteanischen Dinge faszinierend sind und so. Aber ihr müsst trotzdem mal auf Nachtschichten verzichten und euch eine ordentliche Mütze Schlaf gönnen. Echt jetzt? Jedenfalls haben wir eure letzten Funde ans Hauptquartier auf der Erde weitergeleitet. Und wir haben einen Druckver... Was? Und wir haben einen Druckverlust. Waren
sich... Was? Hä? Nochmal. Und wir haben einen Druckverlust. Warne sicher. Was? Warne sicher. Warne Sicherheitsprotokoll. Okay, da ist die Luft ausgegangen. Jo, da mache ich das hier. So. So, jetzt wollen wir mal. Erstmal zack, dann einmal. Ja, scheiße. Bam, und Attacke. Wow. Ach ja, wir können während des Kampfes auch hier ein bisschen verteilen. So, das wollte ich auch schon die ganze Zeit wieder mal machen. Nee, oder auch nicht. Beziehungsweise von ihr, pure Biotik. Ich habe das total vergessen. Ja, sie hat mal ganz wenig Gesundheit. Aber dafür ist der Warp ziemlich gut. Warp-Munition auch immer wieder gut. Hat schon seine Stase. Naja. Geht eigentlich aber auch nicht so toll. Singularität, das ist schon besser. Pure Biotik. Pure Biotik ist immer gut. So. Splittergranaten. Erhöhter Schaden um 30%, das ist immer gut. So. Und jetzt Flieg und Sieg. Komm. Der kriegt sogar ein. Ey, das war ein Headshot. Was ich sagen wollte, ihr kriegt sogar ein was wollte ich jetzt sagen? Jetzt auch mal. Ich bin so gut. Hammer vor, noch ein Tor. Ein Eisklumpen. Ja, verdammt. Oh, 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 ja, das war mal wieder eine super Idee von mir. Eis, geh mir aus dem Weg. Au, 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 komm her. Will mich hier durch den Schlitz treffen führen. Wenn ich. Ich weiß es nicht. Ich schieß 10.000 Mal dagegen und nichts passiert. Dammit! Ebola! Schade! Gott, was ist das für ein Gestank? Sie haben soeben die Dekontaminationsprotokolle aktiviert. Obwohl die Belegschaft noch drin ist. Bitter! Und schade für die Belegschaft. Ups. Achso, ich verstehe.
Ist das das höchste? Hier haben sie die verschiedenen ausgegrabenen Relikte untersucht. Was haben sie gefunden? Mehr als ich in einem kurzen Gespräch erläutern kann. Und dabei haben sie nur an der Oberfläche gekratzt. Das ist bitter. Es gibt Gewölbe mit proteanischen Datenschätzen, die noch nie studiert wurden. Cool. Ich habe keinen Bock zu lesen. Doch. Nee, ich lese nicht. Lest euch das durch, wenn ihr wollt. Ich mach das nicht. Ich bin viel zu fein dafür. Das ist die Bahn. Die bringt uns direkt zum Archiv. Klasse. Cerberus hat bestimmt alles abgeriegelt. Hoffentlich können wir das in der Sicherheitsstation rückgängig machen. Vielleicht. Es ist gleich hier. Gut. Oh, guck mal, eine Leiche. Hm. Schade, ist nix. Achtung! Das ist eine Untertreibung. Ich nehme an, das ist der einzige Zugang? Der einzige, den ich kenne. Wir umgehen es. Geraten Sie nicht ins Visier. Ich gehe zuerst. Es darf sie nicht erfassen! Klasse! Deckungsrennen! La 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 la. Scheiße! Wieso? Scheiße! Oh! 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 Breit machen. Haha, er hat breit gesagt. Haha, wie witzig. Er hat breit gesagt. Hier war ich ein ganz schlechtes Gefühl, ganz schlechtes Gefühl. Waffe. Warte doch mal. Mann, ihr sollt warten. God damn it. Hör mal auf. Auf, wir können alle Freunde sein. Wir müssen ja nicht schießen. Wir können alle Freunde sein. Oh, wie cool. Ja. Und wieder ein Datenpad. Okay, gut. Haben wir hier alles eingesackt? Was wir einsacken konnten? Bestimmt. Wohl bis ins Archiv geschafft. Und die schicken uns nicht einfach so eine Bahn. Kriegen Sie das hin? Das Archiv läuft über ein anderes Netzwerk. Wir sind komplett isoliert. Nicht mit einem Kurzstreckenkommunikator. Von Helm zu Helm. Und dann? Dann überzeugen wir Sie davon, dass wir auf Ihrer Seite sind und die Allianztruppen erledigt haben. Gute Idee. Sehen Sie mal nach, ob Sie was finden. Was? Der Major ist inzwischen ganz schön kompetent. In der Tat. Commander, ich habe was gefunden. Was haben Sie? Er hat einen Transmitter im Helm. Wenn... Mein Gott, er sieht aus wie ein Husk. Nicht ganz. Aber Sie haben garantiert irgendwas mit ihm gemacht. Und mit Sie meinen Sie Cerberus? Mit den eigenen Leuten?
Haben Sie das auch Ihnen angetan? Ich weiß es nicht. Sehe ich so aus? Naja, fast. Kaidan, ich bin immer noch ich, aber ich habe eine Mission und ich werde Sie nicht zwingen, mitzukommen. Ich bin dabei, Commander. Sie sollten nur wissen, warum ich... Kommen Sie. Sollen. Wir müssen Sie dazu kriegen, die Bahn rüberzuschicken. Hallo, Ihr Delta-Team. Ist da jemand? Wo zum Teufel waren Sie? Vergessen Sie's. Wie ist Ihr Status? Wir sind an der Bahnstation und warten auf Exfiltration. Alle Feinde neutralisiert. Verstanden. Echo-Team kommt zu Ihnen und sichert die Station. Haben die es geglaubt? Wenn nicht, werden sie es schon bald durchschauen. In Position gehen und flankieren, wenn sie aus der Bahn aussteigen. Gute Idee, Major. Gut, das machen wir doch. Bestätige. Wird erledigt. Hey. Mach ich. Komm mal her, da kommen sie schon, da kommen sie schon. Es läuft doch. Da kommen sie. Verstanden. Ey, Attacke. Sieg und Sieg. Schön. Perfekt, so weiter. Oh, das hat ja besser geklappt, als ich dachte. Cool. Super, wir sind auf der Bahnstation. Und ich würde dann sagen, ich beende jetzt mal den Part. Und ich sehe mich im nächsten Video dann wieder. Bis dahin, ich wünsche euch was. Tschüss.